Hallo und willkommen bei Watch Maxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Meine Frau mag meine orangenen T-Shirts nicht. Sie sagt immer, sie stehen mir nicht, sie sehen total blöde aus und drum hat sie mir jetzt eins zum Videodrehen geschenkt. Wie findet ihr das? Ich finde es einfach nur absolut super grandios und noch viel besser finde ich, dass meine Frau mich so unterstützt, mir T-Shirts zu schenken, die sie selber total blöde findet, nur damit ich im Video gut rüberkomme und einigermaßen Kontrast zu meinem Hintergrund bringe. Ich lag komplett daneben. Ich lag aber sowas komplett daneben. Als Wolfgang Heinrich mir gesagt hat, er wolle mir zwei Uhren zuschicken, da wusste ich direkt, welche der beiden Uhren mein Favorit sein wird und ich lag falsch. Das werde ich euch aber erst am Ende des Videos sagen. Zunächst mal möchte ich euch die beiden Uhren zeigen. Fangen wir mit der Verpackung an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert von der Verpackung von Heinrich Uhren. Denn diese Verpackung ist super klein, super pragmatisch, lässt sich klasse verstauen und ist gleichzeitig noch etwas Außergewöhnliches, was ich persönlich immer sehr mag. Und wenn man jetzt die Boxen hier so stehen hat, könnte man meinen, man müsste sie zur Seite legen, ist aber nicht so. Sie werden durch einen Doppelfaltmechanismus oben geöffnet. Richtig gut, finde ich super klasse. Ja, und das sind die beiden Uhren, die Wolfgang mir zur Verfügung gestellt hat. Ich packe sie mal kurz aus und zeige sie euch. Wunderschön, passt gut in eine Hand, richtig angenehm und überhaupt nicht groß im Schrank. Super, danke Wolfgang, das finde ich klasse. Ja, wie gesagt, das sind die beiden Uhren. Jetzt kann ich ein kleines bisschen noch reinzoomen, damit man das Ganze auch etwas besser sieht. So. Es handelt sich um die Taucheruhren von Heinrich. Und zwar um die Heinrich Taucher Sport. Das ist diese hier. Mit dem orangefarbenen Akzenten auf dem Ziffernblatt und Zeigern. Und der schwarzen DLC-Beschichtung des Gehäuses. Und dann haben wir noch die Heinrich Taucher LX. LX steht für Luxus, also die etwas edlere Variante in Anführungsstrichen. Beide Uhren sind relativ neu im Portfolio von Heinrich. Die schwarz beschichtete kostet aktuell 899 Euro. Und wird nach der Einführungsphase 999 Euro kosten. Wolfgang sagte mir, dass der Angebotspreis voraussichtlich bis Mitte September gelten wird. Die LX, die luxuriöse Variante, liegt preislich bei 849 Euro beziehungsweise später am Ende der Angebotsphase bei 949 Euro. Die Sporttaucher oder Tauchersport gibt es übrigens auch nicht schwarz DLC beschichtet, also in der Edelstahlvariante. Und dann hat sie den gleichen Preis wie die LX, nämlich 8,49 bzw. später 9,49. Ja, eine der beiden Uhren hatte es mir von den Bildern her total angetan. Die andere hat mich in der Realität komplett geflasht. Zunächst mal schauen wir uns die technischen Daten und Maße der Uhr bzw. der Uhren an. Die Uhr hat einen Durchmesser 3 zu 9 von 41 mm. Lug-to-Lug hat sie angenehm kurze 47,8 und die sind echt, denn ihr könnt hier sehen, das Band knickt direkt am Gehäuse ab. Da steht nichts bandmäßig über.
Die Uhr hat eine Dicke von 11,5 mm ohne Glas und 13,6 mit Glas. Ich versuche mal zu zeigen, wie das Glas übersteht. Es ist nämlich nicht nur am Rand leicht überstehend, es ist auch noch leicht gewölbt, sodass es sich zur Mitte hin noch weiter auswölbt und dadurch den etwas größeren Überstand erzeugt. Mir am Arm fällt das aber nicht auf. Am Arm nehme ich tatsächlich nur die reine Gehäusehöhe von 11,5 mm wahr. Die Uhren haben einen Bandanstoß von 20 mm und eine Wasserdichtigkeit von 20 bar, entsprechend 200 Meter. Die Uhren sind zweifach antireflektionsbeschichtet. Zeiger und Indizes sind mit Super Luminova BGW 9 beschichtet. Auch das zeige ich euch später im Video. Die Uhren sind in Stuttgart designt und entworfen und werden in Pforzheim gebaut. Die Uhren sind beide unschwer zu erkennen. Reminiszenzen an die 70er Jahre. Wunderschön gemacht mit einem schönen, eckigen, fast tonneauförmigen Gehäuse. Beide sind sehr gut tagsüber ablesbar. Die Nachtablesbarkeit zeige ich euch selbstverständlich später im Video noch. Jetzt möchte ich euch aber erst einmal zeigen, wie die Uhren an meinem gut 17 cm Handgelenk sitzen. Bei der Stahlvariante ist das Handgelenk tatsächlich zufälligerweise auf meinen Handgelenksumfang angepasst, was prima ist, denn dann kann ich euch die Uhr mit gutem Sitz zeigen. Muss ich kurz den Handschuh was wegmachen. Ja, sieht klasse aus, passt gut, trägt sich gut, die Krone drückt auch nicht ins Handgelenk, die Schließe sitzt gut, sehr schön gemacht. Passt hervorragend. Die schwarze Variante, da ist das Band ungekürzt entsprechend länger. Das muss ich ein bisschen festhalten. Aber auch die sitzt sehr schön am Handgelenk und bietet einen durchaus außergewöhnlichen Look. Gefällt mir gut, kann ich gar nicht anders sagen. Wenn ich mir die Bänder anschaue, sowohl das schwarz-hartstoffbeschichtete, DLC-beschichtete der Heinrich Taucher Sport, als auch das Stahlarmband der LX. Beides Armbänder, die außergewöhnlich sind mit den sehr kleinen und feinen Zwischenteilen. Sehr schön, liegt wirklich prima am Arm. Die Bänder sind, man kann es hier gut sehen, geschraubt, haben einen massiven Bandanstoß, der keine Schnellwechselstege hat, aber bei der Uhr würde ich wahrscheinlich sowieso das Stahlband dran lassen, weil ich finde, dass es hervorragend zu der Uhr passt. Die Schließe hat einen massiven Faltbügel in beiden Varianten. Ich zeige jetzt einfach immer die Stahlvariante, weil ich glaube, dass man hier die Sachen besser sieht. Was ich sehr schön finde, dass auf den Bügeln nochmal eine Perlage angebracht ist. An Stellen, wo man es überhaupt nicht sieht, beziehungsweise nur beim Auf- und Zumachen sieht, trotzdem nochmal etwas Außergewöhnliches. Sehr schön. Die Schließe ist vergleichsweise lang und dick, was aber an der integrierten Tauchverlängerung liegt, die sich auch mit geschlossener Schließe am Arm bedienen lässt. Der Boden, mal schauen, wie gut ich den einfangen kann, hat ein schönes Relief, das Heinrich-Logo, den entsprechenden Schriftzug und ist verschraubt, wie auch die Krone. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie die Zeiger gesetzt sind. Und das tun wir natürlich auch bei beiden Uhren. Und wie erwartet, gibt es aber mal
gar nichts auszusetzen an den gesetzten Zeigern. Damit wir sicher sind, dass das kein Zufall ist, sondern Standard bei Heinrich, machen wir das Gleiche natürlich auch bei der orangenen Variante. Und auch hier perfekt gesetzt, gibt es überhaupt nichts daran auszusetzen. Einfach nur gut. Mir ist allerdings eine Sache aufgefallen und die finde ich genauso gut, wie ich sie nicht gut finde. Bei beiden Uhren ist die Datumsscheibe in der Farbe des umfließenden Kreises gehalten. Bei der LX-Variante ist das überhaupt kein Problem, denn hier haben wir eine weiße Beschriftung auf schwarzem Datumsfeld. Das ist ausreichend gut ablesbar. Bei der orangenen Variante ist es genauso gemacht. Wir haben die Datumsscheibe in Orange, ebenfalls schwarz beschriftet. Und hier ist der Kontrast deutlich geringer, was dazu führt, dass das Datum für mich wesentlich schwerer ablesbar ist als bei der LX. Und zwar sehr deutlich schwerer ablesbar. Dafür hat man aber das Datumsfenster in der Farbe des Blattes. Wenn man grundsätzlich sagt, ich brauche kein Datum, fällt es fast nicht auf. Wenn man ein Datum braucht, dann braucht man auch gute Augen oder eine entsprechend gute Lesebrille. Was unterscheidet jetzt die beiden Varianten voneinander? Links die LX, die luxuriöse Variante, und rechts die Sportvariante. Schauen wir uns die Uhren mal genau an. Als erstes fällt natürlich auf, dass die Sportvariante insgesamt deutlich zurückhaltender ist in der Farbgestaltung. Es gibt weniger farbliche Kontraste. Das Ziffernblatt ist schwarz und grau gehalten. Die Zeiger und Indizes sind goldfarben umrandet. Insgesamt sehr viel dezenter. Die Sportvariante, egal ob jetzt schwarz, DLC beschichtet oder Stahl, kommt sehr farblich, sportlich daher. Sie schreit quasi, ich bin eine Erinnerung an die 70er. Aber auch die Zeiger sind unterschiedlich. Wenn wir uns die Zeiger einmal genau anschauen, dann sehen wir, dass bei der LX-Variante wir dünnere, spitz zulaufendere Zeiger haben und bei der Sportvariante sehr breite Zeiger. Ich habe ja gesagt, als ich die Uhren gesehen habe in Foren, in Fotos und auf der Webseite von Heinrich, hatte ich einen ganz klaren Favoriten. Für mich war der Favorit ganz klar die Sportvariante, denn mir gefiel das Orange, mir gefielen die breiten Zeiger, mir fiel die Vielfarbigkeit, fand ich wirklich klasse und das ist auch so geblieben. Also meine positive Einstellung gegenüber der Sportvariante hat sich nicht geändert. Die LX-Variante fand ich gar nicht interessant. Zum einen war sie mir im ersten Ansehen etwas, ja, wie soll ich sagen, zu langweilig, zu wenig los auf dem Ziffernblatt. Und ich konnte auch mit der Zeigerform nicht so richtig viel anfangen. Nachdem ich sie live gesehen habe, bin ich hin und weg von der LX-Variante. Ich finde sie aber sowas von grandios. Sie ist bei Tag absolut super, insbesondere die sehr dezenten goldfarbenen Akzente um die Indizes herum und um die Zeiger. Super gemacht, gefällt mir unglaublich gut. Wenn ich nicht einen Tag vor diesem Video bzw. einen Tag bevor ich das Heinrich-Paket bekommen habe, schon eine Hanhard bestellt hätte, da wäre ich sehr wahrscheinlich schwach geworden. Die gefällt mir aber mal so richtig fett gut. Das ist wirklich ein echtes Sahnestück. Und ich freue mich für jeden, der sich für diese Uhr entscheidet, denn sie ist eine Bereicherung für jede Sammlung und wird, glaube ich, den Käufer sehr glücklich machen. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.